Sei einfach vorsichtig, wo du deine Sachen hintust. Bis dann! Let's go.
Die Tür ist verschlossen.
Das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Zusammen bilden sie das Zepter der Ewigkeit. Ein Artefakt von großer Macht. Jetzt wollen wir uns beeilen und die Zeremonie begehen. Das kann nicht sein. Wie konnten wir versagen? Alles, was wir versucht haben, war umsonst. Es ist mir klar, dass die Götter uns nicht helfen können. Jetzt sind wir wahrlich auf uns allein gestellt. Wir dürfen niemals aufhören, es weiter zu versuchen. Der Telkine, der in Ägypten sein Unwesen treibt, hat viele Orte verwüstet, die vom Orden des Prometheus bewacht wurden. An diesen Orten werden mächtige Artefakte aus dem alten Krieg aufbewahrt. Ganz bestimmt sucht der Telkine etwas. Wegen der geheimnisvollen Kräfte dieser Artefakte hat der Orden diese Orte seit Tausenden von Jahren bewacht. Es gibt jetzt nur noch einen Ort in Ägypten, der noch unberührt ist. In meiner Blindheit habe ich all dies übersehen, denn ich glaubte, die Götter würden uns retten. Ich war ein echter Narr. Du musst zum Grab des Ramses gehen, dem letzten Ort im Tal der Könige. Fahre den Nil hinauf nach Theben und von dort zum Tal und zum Grab. Achte auf Spuren, die der Telkine auf seinem Weg hinterlassen hat. Was immer er auch sucht, er darf es nicht in die Hände bekommen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, treffen wir uns in Theben. Nun, da wir bei der Rettung der Menschheit nicht auf die Götter zählen können, müssen wir auf unsere Helden zählen. Gehe jetzt. Sieh an. Ein mächtiger Krieger aus einem fremden Land. Ich bin sicher, du findest hier genau das, wonach du suchst. Du bist immer willkommen.